Als erstes misst du die Grundfläche aus. Dazu machst du dir eine Skizze. So kannst du die genauen Materialmengen berechnen. Die Fläche spannst du dir mit einer Schnur ab. Dazu Absperrbandhalter einschlagen, Schnur befestigen. Mit dem Maurerwinkel den rechten Winkel herstellen. Die geplante Terrassentiefe ausmessen und mit Kreppband markieren. An den Ecken lässt du die Schnüre über Kreuz laufen. Den so abgesteckten Bereich bereitest du jetzt für deine Holzterrasse vor. Schau dir mal den Aufbau an. Den Untergrund bilden mindestens 20 cm Schotter oder ein anderes Frostschutzmaterial. Dann 4 cm Split, Unkrautvlies, Terrassenplatten, Unterlagspads, die Unterkonstruktion und die Holzterrassendielen. Für das Gefälle kommen jetzt pro laufenden Meter Terrassentiefe nochmal 2 cm hinzu. Dazu später mehr. Wenn du alle Schichten zusammenzählst, hast du die Gesamthöhe des Aufbaus. Bei uns 43 cm. Dann rechnest du von der geplanten Terrassenoberkante nach unten. Orientier dich an der Terrassentür. Du solltest keine zu hohe Stufe einplanen. Unser Abstand zum Boden beträgt 27 cm. Also müssen wir den Boden etwa 16 cm auskoffern. Mach dir auch hier eine Skizze mit allen wichtigen Daten und Maßen.